Frau, entschuldigen Sie, können Sie mir noch mal den Namen sagen? Ach, hallo, du bist doch der. Ah, shit, ich habe, glaube ich, deinen Namen vergessen. Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und vielleicht kennst du solche Situationen von eben auch, dass du dir manche Namen, manche Patientennamen nicht mehr einfallen, du dir nicht gemerkt hast. Dann bleib auf jeden Fall dran, denn in diesem Video geht es darum, wie du dir Namen und Gesichter und auch Fakten dazu zu den einzelnen Personen einfach und auch langfristig einprägen kannst. Ja, ich selbst konnte mir Namen echt immer nur auch sehr, sehr schlecht einprägen. Zum Glück bin ich dann auf Lerntechniken gestoßen und kann mir mittlerweile Namen ja recht einfach einprägen. Wie du das auch kannst, das werde ich dir jetzt mit Hilfe der Schlüsselwortmethode ganz kurz erklären. Die Methode hast du vielleicht schon mal gehört. Ich verlinke dir auch mal hier oben noch ein Video, wo wir schon ja mehrere andere Beispiele zu der Schlüsselwortmethode gemacht haben. Aber ich denke, gerade in Bezug auf Namen kann dir diese Lerntechnik mit ein paar Beispielen wirklich ja auch gut helfen. Ja, unser Name ist einfach etwas, das wir sehr, sehr gerne hören. Eines der ja, Worte, über die wir uns am meisten freuen, wenn sie ausgesprochen werden, weil wir die schon vom kleinen Baby auf ja zu Gehör bekommen und meistens was Positives mit assoziieren. Und es ist einfach ja eine mega coole Sache und macht einen auch sehr ja sympathisch, wenn du einfach zum Beispiel Leute vielleicht nur einmal getroffen hast und ja nach vielleicht einem halben Jahr noch genau weißt, wie die Person geheißen hat und dann direkt mit dem Namen ansprechen kannst. Oder du in einem Praktikum bist oder als Arzt, Ärztin vielleicht schon in der Klinik tätig bist, vielleicht einen Patienten, Patientin hattest und wieder auf die triffst oder du begegnest die auf dem Flur, wo du vielleicht nicht die Patientenakte dabei hast und diese Person dann mit Namen ansprechen kannst. Ja, und diese Person wird sich dann sicherlich freuen, wird vielleicht überrascht sein, dass der Arzt, die Ärztin sie jetzt direkt noch mit Namen angesprochen hat und sich den Namen gemerkt hat. Ja, und der Patient und die Patientin wird dich dann vielleicht ganz anders wahrnehmen, wenn du nicht irgendwie in der Krankenakte nach dem Namen suchen musst oder am Bett verzweifelst das Namensschild suchen musst, um auf den Namen zu kommen. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall oder dann eben auch im Alltag, wenn man sich Namen eben gut einprägen kann. Bevor es jetzt gleich losgeht mit konkreten Beispielen, wie du eben die Schlüsselwortmethode beim Namenmerken konkret anwenden kannst, noch eine kurze Info. Wenn du schnell bist, kannst du dich noch jetzt zu unserem Workshop am 5. November 2022 anmelden. Da werde ich dir einen Tag lang Lerntechniken vermitteln, Schlüsselwortmethode, Geschichtenmethode, noch viele weitere Lerntechniken, wie du wirklich die Fülle an Lernstoff gut bewältigen kannst, dass du dir enorm viel Nerven und Zeit dann beim Auswendiglernen in deinem Studium sparen kannst. Sei also gern dabei. Alle weiteren Infos folgen dann noch im Video und den Link findest du eben auch hier unten. Ja, vielleicht weißt du jetzt noch nicht, was die Schlüsselwortmethode ist, wie diese funktioniert. Das möchte ich dir jetzt ganz kurz erklären. Und zwar ist es so, bei der Schlüsselwortmethode verknüpft man einfach zwei Bilder miteinander und kann sich so diesen Zusammenhang sehr gut merken. In unserem Beispiel mit den Namen ist es so, du hast jetzt den Namen, die eine Person, wandelst diesen Namen in ein Bild, in ein Schlüsselwort um und dieses Bild oder Schlüsselwort verknüpfst du dann mit der eigentlichen Person. Ja, und je verrückter, skurriler, abgefahrener, lustiger diese ganze kleine Szene oder diese kleine Geschichte ist, umso besser, langfristiger und einfacher kannst du dir die Sachen dann auch wirklich merken. Machen wir mal ein paar konkrete Beispiele. Ich werde jetzt mal mit einem einfachen Beispiel anfangen und wir werden dann in Schweregrade einzelne Namen dann ja von Mal zu Mal ein bisschen steigern, damit du siehst, es funktioniert nur nicht nur mit so einfachen Namen, sondern eben auch mit komplexeren. Okay, zum Beispiel, wenn du jetzt dir den Namen von einer Frau Quark einprägen möchtest, dann könntest du dir überlegen, Quark, was erinnert mich, an was erinnert mich dieser Name? Quark, vielleicht an eine Quarktasche oder vielleicht an einen quakenden Frosch. Und dann könntest du dir diese Frau vorstellen und diese quakende Frau mit diesem Gesicht, mit dieser Person verknüpfen. Hierbei ist noch wichtig, damit du auch weißt, bei wem war jetzt der Frosch vielleicht in den Haaren gesessen und hat herumgequakt und ist da herumgehüpft, damit du das wieder auch richtig zuordnen kannst, der entsprechenden Person, dem entsprechenden Gesicht, empfehle ich dir, such dir von an dieser Person etwas sehr Markantes. Es kann vielleicht ein Muttermal im Gesicht sein, vielleicht eine krumme Nase oder besonders lange Haare und so weiter. Wichtig ist hierbei, dass du möglichst Eigenschaften nimmst an dieser Person, in dem Gesicht oder so, die möglichst eindeutig sind und die ja nicht irgendwie ja, nach einer Woche wieder ganz anders sind. Irgendein Zopfgummi, eine Brosche, eine besondere Brille ist natürlich etwas, was ja in einem halben Jahr schon wieder nicht mehr an der Person so vorzufinden ist und du dann vielleicht Probleme hast, dich wieder an den Namen zu erinnern. Deswegen
Versuch irgendwas, was dich ja wieder an diesen Menschen, an diese Person erinnern lässt, ja, dir so ein markantes Merkmal herauszugreifen und dieses Merkmal dann mit dem Bild, was wir eben für den Namen uns überlegt haben, zu verknüpfen, interagieren zu lassen. Und wie gesagt, je verrückter, da darfst du ja fantasievoll sein und kreativ sein, je lustiger, abgefahrener du das eben verknüpfst, umso besser kannst du es dir dann letztendlich auch merken. Bleiben wir nochmal bei diesem Beispiel mit der Frau Quark. Die hat jetzt vielleicht hat besonders lange Haare, vielleicht sind die alle auch von Natur aus gelockt. Du könntest dir vielleicht vorstellen, wie dieser quakende Frosch von Locke zu Locke springt und auf diesen Haaren herumhüpft. Das nächste Mal, wenn du diese Frau Quark siehst, denkst du, ach, diese Frau mit diesen markanten Locken, ach stimmt, da ist doch was herumgehüpft. Ach ja, der Frosch, der quakende Frosch, also Frau Quark. Dann vielleicht noch ein paar einfachere Beispiele. Herr Brunkwell, und der hat vielleicht oben schon eine Glatze und du könntest dir vorstellen, wie dieser Brunnquell, klingt vielleicht so ähnlich wie Brunnen, wo Wasser herausquellt und du könntest dir vorstellen, wie hier oben auf seiner Glatze ein Brunnen aufsteigt und lauter Wasser herausquellt und der total nass überall im Gesicht ist und seine restlichen Haare, weil eben das Wasser aus diesem Brunnen quellt. Das nächste Mal, wenn du diese Person siehst, kannst du dich vielleicht erinnern, ach, an der Glatze habe ich mir doch gemerkt, wie ein Brunnen emporgestiegen ist, wo lauter Wasser rausgespritzt ist. Oder Herr Siegbart, du könntest dir die Person vielleicht vorstellen, die gar keinen Bart hat und stellst dir diese Person mit einem riesengroßen Bart vor, wo vielleicht wegen Siegbart, vielleicht ein Pokal in diesem ja, Bart, den du dir vorstellst, ja, verheddert ist und du denkst dir, wieso ist das so ein Pokal, der eben für den Sieg steht, in diesem Bart verheddert, den er eigentlich so gar nicht trägt. So kannst du dir dann auch zu so einer Person, die zum Beispiel Siegbart heißt, der Namen merken. Und so kannst du weitermachen. Frau Grunwald, die hat vielleicht einen grünen Wald, der überall auf ihren Kopf herauswächst und hat eine riesen Waldfrisur, wo überall grüne Bäume zu sehen sind und so weiter. Machen wir mal noch ein bisschen ein schwierigeres Thema. Wenn jetzt ein Name ein bisschen komplexer, vielleicht auch ein bisschen schwieriger und länger ist, kannst du so machen, dass du diesen Begriff, diesen Namen unterteilst, vielleicht in zwei Teile und dir zu jedem einzelnen Teil ein Bild überlegst. Dann hast du zum Beispiel zwei oder vielleicht auch mal drei Bilder, verknüpfst dann eben diese Bilder, wie wir es eben gemacht haben, auch mit dem Gesicht, mit diesen Merkmalen. Und das noch als kleiner Einschub. Das Ganze funktioniert natürlich sowohl für Vornamen als auch für Nachnamen oder Drittnamen, wie auch immer. Du kannst dann dir für jeden Namen, ob Vor- oder Nachnamen, einfach ein Bild überlegen und diese Bilder dann an der Person in der kleinen Geschichte, zum Beispiel, wenn es eben mehrere Bilder sind, verknüpfen. Also am Beispiel vielleicht von Moreno, einem etwas schon schwierigeren Namen, könntest du dir überlegen, Moreno, an was erinnert dich das? Vielleicht an Moor und Rennen. Moreno. Und du könntest dir dann die Person vorstellen, wie die ganz dreckig und schmutzig voller Moor ist und durch das Moor rennt. Dann noch ein kleiner Tipp. Wenn du eine Person kennenlernst, einen neuen Namen von demjenigen oder derjenigen erfährst und du diesen Namen, ob Vor- oder Nachnamen schon irgendwie kennst oder eine andere Person kennst, die so heißt, ob das jetzt ein Bekannter, Bekannte ist oder vielleicht ein Promi, dann kannst du einfach diese neue Person mit der Person, die ebenfalls so heißt und die du schon kennst, verknüpfen, die dann vielleicht irgendwie interagieren, vielleicht krabbelt dann die Person, die du schon kennst, den gleichen Namen hat, aus dem Ohr von dieser Person. Und so kannst du einfach eine Person, die du schon kennst, mit der jetzt neuen, mit dem neuen Namen, mit der neuen Person einfach auch wieder auf lustige Art und Weise verknüpfen und kannst es auch so merken. Ist der Vorteil, du musst dir nicht extra ein Bild überlegen. Das Bild ist in dem Fall unsere bekannte Person, wo wir den Namen ja eben schon kennen. Oder es heißt eine Frau Philine und dann könntest du dir vorstellen, wie die vielleicht Philine viele Linien am Körper hat und vielleicht dir vorstellst, die hat so ein Gefangenenoberteil an, wo lauter schwarz-weiße Linien sind, wie man es aus den Filmen kennt zum Beispiel. Und dann viele Linien, Philine. Und so könntest du dir eben auch so komplexere Begriffe einbringen. Wie gesagt, wenn die Namen dann länger werden, gerne auch einfach zwei, drei Bilder zu so einem Namen machen. Wenn du den zum Beispiel eben ja, zerstückelst in einzelne Teile, dann funktioniert es wunderbar. Und was auch cool ist, du kannst diese Geschichten dann auch noch weiterführen, wenn du dir zum Beispiel noch weitere Infos einbringen möchtest oder zum Beispiel noch irgendwelche wichtigen Fakten zu Patienten, zu Patientinnen. Und da kannst du es einfach auch so machen, wenn du jetzt zum Beispiel die Frau Quark hast, die Parkinson hat. Und an Parkinson erinnert dich vielleicht, dass
Hände, Arme, Beine, was auch immer von so einem Patienten oder Patientin zittern. Und dann könntest du dir vorstellen, wie der Frosch von dieser Frau Quark, der quakende Frosch, auf dieser Frau herumhüpft. Und das Herumhüpfen macht die Frau schon nicht ganz kirre, sondern der Frosch zittert und hat Parkinson. Und die ganze Frau schüttelt es dann auch und ist genervt von diesem zitternden Frosch. Und so weißt du, ach ja, die Frau Quark hat im banalen Beispiel Parkinson. Oder sie hat eine Medikamentenunverträglichkeit. Dann kannst du dir für diese Medikamentenunverträglichkeit ein Bild überlegen und dann kannst du zum Beispiel dieses Bild dann eben, was dafür steht, für diese Unverträglichkeit mit dem quakenden Frosch und so weiter verknüpfen und die Geschichte einfach noch weiter ausbauen, wenn du noch weitere Details zu dieser Person ja dir einbringen möchtest. Was auch gut funktioniert, du könntest dir dann zum Beispiel, wenn du den Namen weißt, auch eine Handynummer mit dem Zahlbildsystem einprägen, indem du auch die Ziffern in Bilder umwandelst und dann diese Geschichte an der Person ja ablaufen, abspielen lässt. Und so kannst du dir zum Beispiel auch ja eine Handynummer oder Telefonnummer zu der entsprechenden Person einprägen oder das Geburtsdatum oder Hochzeitsdatum, was auch immer. Funktioniert also auch im Privaten ganz gut, dass du dir zu der Person wichtige Infos ja einprägen kannst. Was auch noch gut funktioniert, wenn du zum Beispiel in einem Gespräch vielleicht mit einem Professor, Professorin bist und du findest es blöd, während des Gesprächs irgendwie dein Handy zu zücken und was Wichtiges, was die Person gesagt hat, aufzuschreiben, kannst du auch diese wichtigen Sachen, was gesprochen werden oder gesagt werden, in Bilder umwandeln oder in Bild, was dich eben wieder daran erinnern lässt und verknüpfst dieses Bild während des Gesprächs mit dieser Person oder setzt es, was weiß ich, auf den Kopf oder es kommt aus der Nase heraus gelaufen oder die Person hustet dich an und dir fliegt irgendwas entgegen, was er eben, ja, was dir die Person eben gesagt hat. Und so kannst du dir ja das viel besser merken, weil diese Bilder mit der Person verknüpft ja einfach dann wirklich hängen bleiben und du dir dann danach, nach so einem Gespräch, dann die Sachen wieder in Erinnerung rufen kannst und dann vielleicht noch notieren, aufschreiben kannst. Also du siehst, diese Schlüsselwortmethode, mit der kann man sich ganz einfach Namen merken, auch weitere Details zu dieser Person, wie gesagt, ob das Handynummern, Patientendaten und so weiter sind. Ich kann dir nur empfehlen, probier es jetzt einfach mal aus, anzuwenden, ob im Alltag, vielleicht fängt gerade das Studium, das Semester an, du lernst neue Leute im Praktikum kennen, kannst da üben und ja, dir die ganzen Namen schon mal einprägen und es werden sich alle freuen. Ja, wenn die sind, oh krass, du hast dir wirklich die Namen beim ersten Mal gemerkt. Und noch zwei kleine Tipps am Ende, die haben jetzt nicht so viel mit Lerntechniken zu tun. Du kannst dir zum Beispiel ja immer vornehmen, wenn du eine neue Person kennst, der vielleicht Hallo sagt, diesen Namen einfach gleich wiederholen und sagen, ah, hallo Frau Quark, schön Sie kennenzulernen. Dann weißt du zum einen, ob du den Namen richtig verstanden hast, weil die andere Person würde dich bestimmt korrigieren, wenn du den falsch vielleicht auch ausgesprochen hast oder überhaupt falsch gehört hast. Und du hast den Namen schon mal aktiv wiederholt und so bleibt der Name dann auch nochmal, ja, besser hängen und du kannst ihn dann auch einfacher merken, wenn du ihn schon mal ausgesprochen und wiederholt hast. Ja, wenn du sagst, oh, das war schon eine coole Lerntechnik, es gibt noch so viel weitere Lerntechniken, Gedächtnispaläste, Loki-Methode, Geschichtenmethode, wo man noch viel, viel schneller, noch viel, viel mehr Fakten als jetzt irgendwie ein paar Details oder Namen sich einprägen kann. Falls du Interesse hast und falls du sagst, boah, dich überfordert mittlerweile ein bisschen der ganze Lernstoff, es gehen irgendwann bald schon die Klausuren los, melde dich gerne noch zu unserem Workshop am 5. November an. Alle weiteren Infos findest du hier. Wie gesagt, es sind noch Plätze frei und wenn du noch Fragen dazu hast, gerne auch in die Kommentare. Schreib mir auch gerne, wie dir es gefallen hat, ob du diese Schlüsselwortmethode schon gekannt hast. Schreibe auch gerne in die Kommentare für weitere Videos, wenn du noch Themen sagst, wo du sagst, boah, da würdest du mal gerne wissen, wie man da vielleicht die ein oder andere Lerntechnik anwendet. Da mache ich gerne auch, ja, zu deinen Themenvorschlägen mal ein Video dazu. Genau, ansonsten gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es für dich funktioniert hat, wenn du gesagt hast, boah, krass, ich konnte mir eigentlich schlecht Namen merken, aber ich glaube, nach dem Video tue ich mir auf jeden Fall einfacher. Würde mich freuen, ja, würdest du Happy Hippocampus und mich unterstützen. Also, wenn es dir gefallen hat, lass gerne Daumen nach oben da, abonniere uns auch gern, klick auf das Glöckchen, dann wirst du immer informiert, falls neue Lerntechniken gibt, neue Videos, die hier von Happy Hippocampus veröffentlichen und unterstützt uns. Ja, vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende angeschaut hast. Ich freue mich, dir in den nächsten Videos weitere Tipps zum Lernen zu geben und ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao.